Hallo liebe Leute, vorhin geht es um ein spektakuläres Interview mit Hans-Christoph Berndt beim ZDF Morgenmagazin. Hans-Christoph Berndt ist der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg. Die Öffentlich-Rechtlichen wollen unter anderem ihn belehren, welche Begriffe antisemitisch sind. Ja, jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Und ich begrüße den Spitzenkandidat der AfD, Hans-Christoph Berndt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wohl. Beginnen wir mit einem Blick in Ihr Wahlprogramm, Stichwort Familienpolitik. Da schreiben Sie, Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. Da meinen Sie Mutter und Vater. Natürlich. Und Sie wollen, ich zitiere, den Kult um Regenbogenfamilien beenden. Nun ist Ihre AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel mit einer Frau zusammen, erzieht zwei Kinder groß mit ihr. Verstößt Frau Weidel gegen ihr Brandenburger Wahlprogramm? In keiner Art und Weise. Kult ist ja was anderes. Kult ist ja das Hervorheben von sozusagen Beziehungen, die eben nicht dem klassischen Format Mutter-Vater-Kind entsprechen. Das toleriert man, das ist sozusagen gang und gäbe, dagegen sagt keiner was. Aber dass das kultiviert wird, dass wir einen Regenbogenkult haben, dass jeder Fetisch, jede Perversität hier öffentlich ausgelebt wird auf Straßen und Plätzen, dass sich Männer als Hunde verkleiden und entblößen, das wollen wir nicht, Herr Wund. Lassen Sie mich Sekunde netterweise ausreden. Aber nicht, wenn Sie vom Thema abschweifen. Das war das Thema. Sie schreiben ja, Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. Also jemand, der mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zwei Kinder erzieht, verweigert diejenige den Kindern dieses Recht? Nein, Ihre Frage war, ob dass Frau Weidel mit einer Partnerin und Kindern zusammenlebt, ob das unserem Wahlprogramm widerspricht, dass wir den Regenbogenkult nicht wollen. Und ich betone, wir wollen den Regenbogenkult nicht. Der Regenbogenkult ist abartig. Wir tolerieren jede gleichgeschlechtliche Beziehung. Das ist überhaupt kein Problem. Sprechen wir zum Thema Bildung. Das ist das zweitwichtigste Thema hier für die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Sie wollen, und Sie formulieren es auch so, zurück zu Kreide und Tafel in den Schulen. Was haben Sie gegen digitale Technik wie Beamer, Whiteboard und Erklärvideos? Erstmal will ich mal was Positives sagen, Herr Wund. Ich finde es gut, dass Sie dieses Thema ansprechen. Wir hatten ja vor drei Tagen... Ist ja auch das zweitwichtigste Thema für die Brandenburgerinnen und genau Brandenburger. Genau richtig. Wir hatten vor drei Tagen eine Elefantenrunde im RBB und da hatten wir 15 Sekunden Zeit für dieses Thema. Stellen Sie sich das mal vor. Brandenburg, ich komme gleich auf Ihre Frage, vergesse es nicht. Brandenburg liegt in allen Bildungsrankings ganz unten, streitet sich mit Bremen und Berlin um den letzten Platz seit Jahrzehnten. Katastrophe. Und damit, das ist ein Vergehen an den Jugendlichen. Ein Vergehen. So, was haben wir gegen Digitalgeräte? In der Grundschule haben die nichts zu suchen. In weiterführenden Klassen, im Studium und so weiter gerne. In der Grundschule hat sich bewährt Tafel und Kreide. Frontalunterricht, Leistungsprinzip. Das wollen wir wieder haben. Wir sind ja jetzt da, dass die Hälfte der Brandenburger Schüler nach IQB-Bildungstest nicht schreiben kann nach 4 Jahren. Was soll denn aus denen werden? Das kann doch nicht so weitergehen. Das muss geändert werden und das werden wir ändern. Wichtigstes Thema für die Menschen in Brandenburg ist das Thema Migration, ist ja auch ein wichtiges Thema für Sie. Ihre Partei möchte Geflüchteten den Zugang zu Volksfesten verbieten. Sie haben einen Antrag dazu im Landtag gestellt. Das würde gegen das Grundgesetz verstoßen. Nehmen Sie das in Kauf? Das wird nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Wir haben ja in Corona-Zeit auch Zugangsbeschränkungen gehabt. Lassen Sie mich kurz zitieren, Artikel 3 Grundgesetz. Ich verkürze ein bisschen, niemand darf wegen seiner Rasse, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden. Dagegen würden Sie ja verstoßen. Würden wir nicht verstoßen, weil wir... Dann verstehe ich es nicht. Dann lassen Sie es mich erzählen und lassen Sie mich ausreden. Wir haben das Attentat von Solingen gehabt. Und wir haben die üblichen Betroffenheitsbekundungen gehabt, die wir seit 9 Jahren kennen. Und nichts passiert. Und da haben wir gesagt, wenn die Gefahr besteht, dass islamistische Terroranschläge auf solchen Volksfesten stattfinden, dann muss man endlich was dagegen tun. Jetzt kommen ja Herr Stübgen und Herr Woidke mit den Forderungen Grenzen schließen, Dublin außer Kraft setzen, Artikel 16a Grundgesetz in Kraft setzen. Wenn wir das hätten, dann bräuchten wir diese Forderung nicht zu erheben. Aber die haben wir nicht. Wir haben hunderttausende Leute ins Land gelassen, die uns belogen haben über Herkunft, Absichten, Alter. Und da müssen wir jetzt einfach Feste schützen, so ähnlich wie wir es Corona gemacht haben. Wir machen Zugangsbeschränkungen und dann lassen wir diejenigen, die sozusagen Staatsbürger sind, dazu und die anderen lassen wir nicht dazu. Wir müssen uns schützen vor Terroranschlägen wie in Solingen. Hilft alles nichts. Wenn wir die Grenzen geschützt haben, dann brauchen wir das nicht mehr. Sie wollen auch ukrainische Flüchtlinge von Volksfesten ausschließen? Ja, wie wollen Sie? Das andere würde eben ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz sein, wenn wir das nicht machen würden. Ich glaube, es gibt da auch unterschiedliche Rechtsauffassungen und es ist ein Antrag im Brandenburger Landtag. Lassen wir das mal dabei. Ich glaube, viele sind der Meinung, dass das gegen das Grundgesetz
verstoßen würde. Wir aber nicht. Ja. Sie haben, das fand ich interessant, in einem Interview letzte Woche von globalistischen Eliten gesprochen. Das ist, und das dürften Sie wissen, ein antisemitischer Code. Sehr viele Leute verstehen das sofort. Es geht um angebliche jüdische Weltherrschaft. Warum verbreiten Sie antisemitische Verschwörungstheorien? Warum stellen Sie so eine Frage? Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Wir haben, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, Angela Merkel hat die Agenda der Transformation, das, was in Brandenburg unsere Wirtschaft kaputt macht, die Energiewende, Verkehrswende. Sie hat es vorgetragen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das ist nicht im Bundestag beschlossen worden, da gab es keine Volksabstimmung. Ich beantworte Ihre Frage. Da treffen sich in Davos Leute, die meinen, die wissen, wie sie die Welt organisieren müssen, oder die fliegen mit dem Flieger nach Abu Dhabi und uns verordnen sie das Lastenrad und sagen uns, ihr fahrt kein Auto mehr, esst kein Fleisch mehr, habt kein Bargeld mehr und kein Haus mehr. Darum geht es mir bei meiner Frage gar nicht. Das ist aber meine Antwort. Es geht bei Davos, Sie können Davos kritisieren, das ist ja klar. Ja, das tue ich auch. Der Begriff globalistische Eliten, und das wissen Sie doch, Herr Berndt, globalistisch ist ein Code, ein antisemitischer Code. Wir haben zum Beispiel beim Zentralrat der Juden nachgefragt, was die davon halten. Die sagen, Globalist ist eine bewährte antisemitische Figur. Das ist abartig. Also es ist wirklich abwegig. Völlig abwegig. Abwegig, was der Zentralrat der Natürlich, Juden sagt, der von Antisemitismus betroffen ist. Ich kenne das ja. Ich kenne diese Einschätzung von Herrn Botsch, der seit 9 Jahren über mich schreibt und nicht ein Wort mit mir gesprochen hat. Der alles, was wir sagen, als Antisemitismus kodiert, damit er irgendeine Keule gegen uns hat, weil er keine Argumente hat. Nochmal zurück. Ich sage eigentlich nur, globalistische Eliten ist antisemitisch. Aber und der Zentralrat der Juden sagt das auch. Ich sage das nicht, ich weise das zurück. Aber spielen Sie nicht damit. Nein, nicht damit. Oder sagen Sie jetzt, aha, es ist antisemitisch, dann benutze ich so nicht. Überhaupt nicht. Nein, ich sage Ihnen Folgendes, man wird doch wohl noch den Globalismus kritisieren dürfen. Man wird doch wohl noch kritisieren dürfen, dass sich Leute zusammensetzen, die nicht legitimiert sind demokratisch, die einfach, weil sie Geld haben oder in welchen Konzernen sitzen, sich treffen und sagen, wir ordnen jetzt mal die Welt neu und gehen über die Parlament und Nationalstaaten hinweg. Das kritisiere ich und das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, das muss ich auch. Aber Sie müssen vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass globalistisch, vielleicht haben Sie es heute auch neu gelernt, ein antisemitischer Code. Lassen Sie mich, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch kurz. Gleich, Herr Wund, aber wirst du mal klarstellen, was heißt Globalismus? Der Globus ist die Kugel. Also globalistische Leute sind die sozusagen weltweit denken und die nationalstaatliche Ordnung außer Kraft setzen müssen. Das muss man, also ich kritisiere das und das lasse ich mir nicht nehmen, nicht von irgendjemandem. Ich glaube, bei der Formulierungsfrage kommen wir da heute nicht mehr zusammen. Noch zum Angriff auf Russland. Ist ja gar kein landespolitisches Thema, aber es drängt natürlich die Leute und interessiert die Leute. Zum Angriff Russlands auf die Ukraine haben Sie kürzlich gesagt, Zitat, das ist ja nichts Besonderes, dass Grenzen verschoben werden. Das ist natürlich krass aus dem Zusammenhang gerissen, darum ging es nicht. Ich will nur sagen, es ist was Besonderes, es verstößt gegen das Völkerrecht. Ja, das habe ich, aber ich habe es ja so nicht gesagt. Sie zitieren jetzt aus dem Weltartikel. Den ich gelesen habe. Ja, aber Sie nehmen es aus dem Zusammenhang. Ich habe ja davon gesprochen, den Zusammenhang gesagt, dass wir nicht mehr im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation leben, dass Grenzen verschoben werden. Das erleben wir in der Weltgeschichte immer. Sonst würden wir jetzt noch im Römischen Reich leben oder im Frankenreich oder so. Ist ja alles Geschichte. Aber Putin hat die Ukraine überfallen. Aber diesen Satz isoliert zu sagen, Grenzen werden verschoben, zu sagen, das ist jetzt hier eine Rechtfertigung eines Angriffskrieges, ist natürlich absurd. Was wir wollen, und die Position, um es so klar zu machen, wir wollen, dass das Schlachten und Morden in der Ukraine aufhört. Wir wollen Waffenstillstand, wir wollen Truppenentflechtung und ich habe gesagt, ich persönlich bin für Volksabstimmung. Hatten wir im Kosovo auch, sind ja auch die Grenzen verschoben worden. Ich bin für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dann sollen die Volksabstimmung machen, wo die sein wollen, ob in der Ukraine oder Russland. Das sollen die entscheiden, die Menschen, die dort leben. Das ist mein Votum. Und das sollte man respektieren. Und wenn sich die dort ansässige Bevölkerung entscheidet, in einem anderen Staat leben zu wollen, dann soll man die Grenzen verschieben, auf friedliche Weise, ohne Krieg und ohne Morden. Also in russisch besetzten Gebieten abstimmen. Das ist natürlich. Nein, ich habe Ihnen gesagt, hören Sie doch bitte zu, Herr Wund. Ich habe gesagt, Truppenentflechtung. Die Truppen abziehen und dann kann man abstimmen. Und wenn Sie sagen, da sind ja einige geflohen, dann macht man die Menschen ausfindig. Man kann auch in Deutschland die Ukrainer, die dort gelebt haben, im Donbass, ausfindig machen und an der Volksabstimmung teilnehmen lassen. Ist alles möglich, wenn man will. Sagt Hans-Christoph Berndt, der Spitzenkandidat der AfD. Vielen Dank für heute Morgen. Danke Ihnen, Herr Wund. Danke. Hans-Christoph Berndt war sehr gut vorbereitet. Und aus meiner Sicht war es ein Interview. Also aus meiner Sicht ist Hans-Christoph Berndt für die Öffentlich-Rechtlichen, für das Framing extrem gefährlich. Noch viel gefährlicher als viele andere, auch als Björn Höcke vor allen Dingen. Weil Hans-Christoph Berndt, er wirkt sehr schwer framebar. Also aus meiner Sicht ist es sehr schwer, der Allgemeinheit zu vermitteln, dass er rechtsextrem ist.
Also es kam aus meiner Sicht sehr unglaubwürdig rüber. Und woran hat das gelegen? Also erstmal in seiner ruhigen Art. Das hat schon angefangen, wie er gesagt hat, guten Morgen, Herr Wood. Man kann mit der Gestik, mit der Körpersprache und wie man Dinge sagt, kann man schon sehr viel zum Ausdruck bringen. Der Moderator hat ja so tut ja immer so ganz freundlich, so ganz unparteiisch. Und allein schon an der Sprache, wie Hans-Christoph Berndt gesagt hat, guten Morgen, Herr Wund, konnte der Zuschauer genau sehen, was er erwartet. Also, dass er unfaire Fragen erwartet. Das war schon auch, dass es ihn nicht überraschen wird, wenn irgendein Framing kommt. Und aus meiner Sicht, das ist ganz wichtig, dass dieses Überraschungsmoment fehlt. Weil diese Stärke beziehen die Öffentlich-Rechtlichen und auch die Altparteien daraus, dass sie immer mit ihren Unverschämtheiten die AfD-Leute schocken. Oder es irgendwie unerwartet kommt. Aber dieser Gesichtsausdruck, diese Art, wie er da sitzt, wie er antwortet, das zeigt, er weiß ganz genau. Also es wäre überraschend, wenn es kein Framing gibt. Und das ist schon für den Zuschauer klar erkennbar. Es ist dann so, dass Hans-Christoph Berndt immer kurz sein Gegenframing bringt. Also und entblößen, wollen wir nicht, Herr Wund, lassen Sie mich Sekunde netterweise ausreden. Aber nicht, wenn Sie vom Thema abschweifen. Das war das Thema, ja, Kinder machen würden. Ich glaube, es gibt da auch unterschiedliche Rechtsauffassungen und es ist ein Antrag im Brandenburger Landtag. Lassen wir es mal dabei. Ich glaube, viele sind der Meinung, dass das gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Wir aber nicht. Ja. Ich sage eigentlich nur, globalistische Eliten ist ja antisemitisch aber und der Zentralrat der Juden sagt das auch. Aber ich sage das nicht, ich weise das zurück. Aber spielen. Man wird doch wohl noch kritisieren dürfen, dass sich Leute zusammensetzen, die nicht legitimiert sind demokratisch, die einfach, weil sie Geld haben oder in welchen Konzernen sitzen, sich treffen und sagen, wir ordnen jetzt mal die Welt neu und gehen über die Parlament und Nationalstaaten hinweg. Das kritisiere ich und das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, das muss ich auch. Aber Ihre Position ist völkerrechtswidrig. Dann sagt Hans-Christoph Berndt immer ganz kurz, das sehen wir nicht so. Und er kann es dann sehr eindeutig begründen. Und aus meiner Sicht, damit hat jetzt der Moderator ein Eigentor geschossen. Weil es für den Zuschauer völlig leicht erkennbar ist, was hier passiert. Und aus meiner Sicht, sehr wahrscheinlich haben es schon viele gemerkt. Aber ich denke, das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem von Deutschland ist das Mobbing. Ist, dass man gerne auf Schwächere eintritt. Das ist, denke ich, die Wahrheit. Es wird immer davon geredet, die Asylanten oder irgendwas, oder das Asylproblem wäre so groß. Und aus meiner Sicht, die Hofreiters, überhaupt diese Gleichgültigkeit, diese fehlende Zivilcourage der Gesellschaft, wenn Leute gemobbt werden, also wenn auf Leute, die am Boden liegen, eingetreten wird, auf die alle eintreten, diese Gleichgültigkeit, diese fehlende Courage. Und überhaupt, dass es so viele Leute gibt, nehmen wir mal beispielsweise Jörg Kachelmann oder nehmen wir auch allein Uli Hoeneß. Als bei der Beerdigung von Franz Beckenbauer ist ihm nichts Besseres eingefallen, auf die AfD einzutreten, bei der Beerdigung. Was sowieso alle machen. Und eigentlich müsste sich doch dann jeder Zuhörer angeekelt abwidern. Aber es ist allen gleichgültig. Und das ist das Problem von diesem Land. Und weswegen ich persönlich auch nicht mehr an dieses Land glaube, dass da noch irgendwas draus wird. Weil ja, also die Leute, Deutschland ist führungslos und die Leute in Deutschland, aus meiner Sicht, die mit der Demokratie, sie werden gelenkt durch die Öffentlich-Rechtlichen und sie sind auch nicht willens, sich dagegen zu lehnen, sondern sie lassen sich bei ihren niederen Instinkten abholen. Die AfD wird gemobbt, dann ist einem egal, dann denkt man dann nicht dran, dass es ja vielleicht, aus welchem Grund denn die gemobbt werden und dass das vielleicht irgendwas dahinter steht, was vielleicht die eigenen Interessen berührt. Sondern die lassen sich da abholen und machen halt mit oder ihnen ist es egal, interessieren sich nicht weiter. Und deswegen verstehe ich persönlich auch nicht, gerade von den Patrioten oder von den, ja, was dieses, also dieses deutsche Volk oder was das, warum da dieses Gemeinschaftsgefühl, warum man da überhaupt noch irgendein Gemeinschaftsgefühl hat. Also was verbindet mich persönlich mit Anton Hofreiter, mit diesen ganzen Leuten, mit einem Jörg Kachelmann, was verbindet mich mit denen? Mit denen verbindet mich gar nichts. Also ich habe überhaupt kein Gemeinschaftsgefühl mit diesen Leuten oder mit ganz vielen Leuten, die fehlende Courage haben. Ich finde es auch traurig und bedenklich. Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass diese Art und Weise, dieses Mobbing, auch gegen die AfD, das ist immer so abgetan. Das ist immer so eine scheinbare Kleinigkeit. Die sind verblendet, die wissen es nicht besser. Es wird immer entschuldigend abgetan. Und dann ist die unkontrollierte Zuwanderung das Hauptproblem. Nein, die unkontrollierte Zuwanderung ist nicht das Hauptproblem. Das, was immer so unter den Tisch gekehrt wird, dieses Mobbing und diese fehlende Courage,
Das ist das Problem, das wir hier haben. Aber man kann natürlich immer hoffen, dass durch solche Interviews wie jetzt hier die Leute, ja, dass zumindest die vernünftigen Leute wachgerüttelt werden, die vielleicht tatsächlich zu wenig Zeit haben, es gibt ja immer alles. Und ein Knackpunkt in dem Interview war aus meiner Sicht dieses Framing von dem Moderator mit den globalistischen Eliten. Hans-Christoph Bernhard aus meiner Sicht hat das super erklärt mit diesem Treffen aus Davos. Und das ist für die Zuschauer, denke ich, sehr einleuchtend, die AfD-Position. Die hat er ja sehr kurz, sehr gut erklärt. Und es ist natürlich offensichtlich, dass die Kritik von den Öffentlich-Rechtlichen daran fehlt. Und was hätte er noch machen können? Er hätte noch fragen können aus meiner Sicht, wann, in welcher Sendung oder zu welchem Zeitpunkt, da ist er sich ganz sicher, dass die Öffentlich-Rechtlichen das getan haben. Denn das, was er jetzt kritisch angesprochen hat, was denn die Öffentlich-Rechtlichen mal kritisch beleuchtet haben, weil er könnte darauf hinweisen, es wäre Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen und nicht von ihm, das kritisch in den Mittelpunkt zu stellen. Und wann denn das in den Öffentlich-Rechtlichen passiert wäre. Das Problem, das wir haben, dass die Öffentlich-Rechtlichen, sie senden 24 Stunden jeden Tag, 7-mal die Woche. Wir können nicht genau wissen, was da kommt. Das heißt, das Problem ist jetzt auch bei Spiegel Online, da kommen 1000 Sachen am Tag. Wir können immer nicht richtig ausschließen, was jetzt genau berichtet wurde, weil wir haben da nicht die Übersicht. Entscheidend ist ja, inwieweit es in den Mittelpunkt gestellt wird. Das heißt, die großen Medien, sie machen oft alibihaft ganz klein oder ganz schnell läuft es durch, berichten sie, dann können sie nachher sagen, ja, wir haben berichtet. Und dann ist nachher nicht mehr der Nachweis, ist dann schwierig zu sagen, ja, sie haben es aber nicht in den Mittelpunkt gestellt, sie haben was suggeriert. Und diese Suggestion, diese gezielte Irreführung nachzuweisen, das ist nicht so einfach. Und er könnte das jetzt so umgehen, dass er den Moderator fragt. Sie können sich doch bestimmt daran erinnern, wann sie darüber ausführlich berichtet haben. Und dann wird der Zuschauer nachdenken und ihm wird einfach natürlich, wurde darüber nie berichtet. Die Öffentlich-Rechtlichen haben es natürlich nicht in den Mittelpunkt gestellt. Also ihnen fällt dann selbst auf, dass sie davon noch nie was gehört haben. Es ist ja wichtig, das in den Mittelpunkt zu rücken, dass jetzt nicht seine Aufgabe ist, das zu sagen, sondern dass eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen die Bürger darüber informieren müssen, diesen Gedankengang. Die Leute dazu zu bringen, diesen Gedankengang zu machen. Was ich persönlich sehr gut fand, oder was auch wirklich für die AfD-Leute eine sehr gute Argumentation wäre, wäre mit dem Volksabstimmung. Dass die Leute in den besetzten Gebieten, dass sie abstimmen sollen, dass es im Kosovo auch passiert ist. Das ist ein ganz empfindlicher Punkt, weil durch das Kosovo-Urteil wurde das ja dann legitimiert, dass der Kosovo rausgelöst wird aus Serbien, weil ja die Bevölkerung angeblich dafür ist. Wobei aber im Kosovo es keine Volksabstimmung gegeben hat. Es aber jetzt im Donbass es schon 2014 Volksabstimmung gegeben hat. Und natürlich jetzt 2023 oder was? Ich glaube 2023 gab es ja nochmal Volksabstimmungen. Und jetzt ist die Suggestion der Medien, die ja natürlich die Leute mal eine Pistole an den Kopf bekommen. Und es ist klar, dass die können gar nicht anders. Tatsächlich ist es aber so, dass Russland unabhängige Beobachter aus aller Welt eingeladen hat und die Medien hier nicht hingegangen sind. Also dass jeder, der die Referenten beobachten wollte, als unabhängiger Beobachter, wurde dann als Russlandfreund stigmatisiert und wurde verboten, dahin zu gehen. Also es war sogar AfD-intern so, dass wenn Abgeordnete dahin gehen wollten, einfach nur unabhängig beobachten wollten, dass sie dann von der Partei zurückgepfiffen wurden. Und dieses Verhalten, das ist schon seit 2014 so. 2015 gab es diese Dokumentation Ukraine Agony. Das war eine Ausnahmedokumentation, weil alle Medien haben es vermieden, dahin zu gehen, um nicht davon zu berichten. Also sie haben sozusagen quasi, ist es so, damit man gar nicht berichten muss, dass es vielleicht anders ist, als es die Medien suggerieren, geht man einfach nicht hin. Es sind ja alle Leute aus aller Welt eingeladen worden. Und allein dieser Gedankengang, dass es vielleicht so sein könnte, dass die Leute in den besetzten Gebieten, dass die gar nicht zur Ukraine wollen. Man muss sich da hineinversetzen in die Bevölkerung. Die große Mehrheit der Leute glaubt, die Leute in den besetzten Gebieten, sie würden sofort zur pro-demokratischen Ukraine gehen. Und die Medien behaupten jetzt auch gar nicht, die Ukraine sei eine Demokratie. Sondern es wurde ja auch sogar von der Leyen wurde zugestanden, ja, die Ukraine ist noch nicht so weit für die EU, da sind Defizite. Und da wird aber nicht mehr genau erklärt, was die Defizite sind. Natürlich ist es die Pressefreiheit. Dann, dass willkürlich, Zelensky hat also willkürlich irgendwelche Fernsehanstalten geschlossen, dann Oppositionelle verhaftet. Also es sind Zustände dort, das vollkommen offensichtlich ist,
dass die natürlich nicht in die EU kommen, dass es keine funktionierende Demokratie ist. Und das bezweifelt in den großen Medien auch niemand. Aber es wird einfach suggeriert, als wäre es so. Und es wird suggeriert, also wenn man eine Umfrage macht, dann würden die Leute glauben, die Ukraine ist fast eine Demokratie und alle Leute aus den besetzten Gebieten wollen sofort zurück in die Ukraine. Wenn man jetzt aber die Geschehnisse kennt, mit dem willkürlichen Beschuss, was auch mit Ukrainian Agony festgehalten ist, Rassengesetz, Sprachgesetz, wie diese Leute schikaniert wurden, von der OSZE dokumentiert, 2014 schon. Das ist natürlich offensichtlich, oder das ist natürlich naheliegend, allein schon an den Halt der Volksabstimmungen, aber es ist auch so vollkommen naheliegend, dass natürlich diese Leute diesen Zustand, dass sie natürlich jemand, der da schikaniert wird, der will natürlich nichts in die Ukraine. Und es ist natürlich, also er hat jetzt überhaupt, Hans-Christoph Benn hat überhaupt mal den Gedankengang in die Leute eingepflanzt, dass es vielleicht so sein könnte, dass die Leute zu Russland wollen. Aber die denken, ja, das ist nur eine Formsache, die wollen unbedingt zur Ukraine. Das ist aber tatsächlich die Wahlbeobachter, die dort sind, was ganz anderes berichtet haben. Und dass es vielleicht nicht so ist, dass es von Russland erzwungen ist, sondern dass die Medien hier absichtlich nicht hingehen, eine Informationsmauer zu Russland errichtet wird, von dort eigentlich gar nichts rüberkommt, auch jetzt pro-russische Leute über ihre Sicht gar nicht darlegen können in großen Medien. Es wird hier so dargestellt, also den Leuten wird suggeriert, sie erfahren alles. Und dieser Gedankengang muss man erstmal den Leuten deutlich gemacht werden, dass da eine Informationsmauer ist und dass die großen Medien einfach nicht hingehen und gar nicht berichten. Sie einfach nur Suggestionen, auch zum Teil auch Lügen verbreiten. Dass also Butscha, wenn man jetzt den Ablauf der Ereignisse kennt, der unbestritten ist, und auch wenn man jetzt dass ein Söldner fest in der Slowakei Aussagen gemacht hat, die schwer belastend sind, es keine Todesliste gibt, keine unabhängige Untersuchung gibt, man hört ja auch nicht mehr viel davon. Auf jeden Fall die Suggestion, dass also klar, dass Russland in die Schuhe geschoben wird, die Behauptung, dass das feststeht und diese Suggestion, das ist eine Irreführung der Bevölkerung. Und natürlich die Bevölkerung denkt natürlich, es ist alles klar, alles untersucht, alles feststehend und dass es keine Liste der Toten gibt, dass es ja in hohem Maße, also das ist eigentlich, wenn man jetzt den Ablauf der Ereignisse kennt mit dem jubelnden Bürgermeister, Polizisten, die durch die Stadt gehen, keine Leichen, wenn man den Ablauf der Ereignisse sieht, auch die Leichen mit den weißen Armbinden, der Zeitpunkt, die Verwesungszustand der Leichen, der nicht passt, dann ist, ja, also die Leute, aber die Leute, die haben keine Ahnung davon. Und das müsste man nahebringen den Leuten. Aber immerhin mit den Volksabstimmungen, das überhaupt mal zu thematisieren, dass die Leute da vielleicht ganz anderer Meinung sein könnten, als das hier die Großmedien nahelegen, was die Bevölkerung hier denkt, das trifft die Medien hier empfindlich. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Argumentationslinie, die überfällig ist und die viel mehr in der AfD aufgreifen sollten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.